Hallo zusammen, in eurer kulinarischen Show begrüßt euch natürlich wie immer der Hobbykoch. Und ich dachte mir, so ein richtig leckeres Sandwich auf unserem Kontaktgrill, das wäre doch mal was. Gerade jetzt, wo es draußen so kalt wird, mal nachmittags eine warme Mahlzeit. Alexa, was sagst du dazu? So ein Hühnchen-Cheddar-Salat, ach, was weiß ich, Sandwich, wäre die Geschichte irgendwie das Passende für dich mal so zum Reinschieben für zwischendurch? Ja, so ein Grill-Sandwich geht immer. Alles klar, ja. Dann machen wir das jetzt mal und was wir für unser Sandwich benötigen, zeige ich euch nach dem Intro natürlich wie immer da. Und da wären schon unsere Zutaten für unser Sandwich. Und wenn du auch kein Video mehr verpassen willst und leckere Rezepte haben willst, dann lass ein Abo da und folge dem Hobbykoch durch seine kulinarische Show. Und da wären unsere Zutaten schon im Einzelnen. Wir benötigen etwas Cheddar-Käse, ein kleines bisschen frischen Salat und etwas Putenbrust. Dazu eine frische Tomate und ein bisschen Barbecue-Soße, ein kleines Fladenbrot und meine Mayo-Senfsoße. Und das wären auch schon die Zutaten und dann machen wir ganz schnell weiter. Und ran an die Brüste, die werde ich mir jetzt hier erstmal hier in der Mitte so durchschneiden. Jetzt habe ich hier so eine Frischhaltefolie, die packe ich jetzt einfach mal hier drüber weg. Und das ist der Hammer, jetzt werden unsere Brüste leicht eingeklopft, hier mit unserem Klopfwerkzeug. Jetzt nehmen wir die Folie wieder runter hier und jetzt gebe ich hier einfach ein kleines bisschen Pfeffer drüber weg. Nicht zu viel, nur ein kleines bisschen. Dann drehen wir die Kameraden hier um. Und da kommt auch noch mal ein bisschen Pfeffer drüber weg. Nicht zu viel, wie gesagt, nur ein kleines bisschen, je nach Geschmack. Wer keinen Pfeffer mag, der kann den auch weglassen. Und das stellen wir jetzt erstmal auf die Seite. Und jetzt geht's auch schon weiter hier im Text. Jetzt schneiden wir unser Brot hier in der Mitte durch. Und das wandert gleich in unseren Grill. Den werden wir jetzt hier mal auf Vollgas schalten, auf Vollstrom. Die grüne Lampe leuchtet, es kann losgehen. Und da lege ich nur kurz meine Brote hier hinein, das andere auch noch dazu, Klappe zu und das Ganze nur ganz kurz antoasten lassen. Jetzt werden wir die Brote schon mal rausholen. Und jetzt geben wir unser Fleisch hier hinein. Froh und heiter geht es weiter. Unsere Mayo-Senfsoße, die gebe ich jetzt hier schon mal drauf. Jetzt schauen wir noch mal kurz hier hinein. Ja, das wird ja auch langsam. Und einmal wenden bitte. Man muss halt mit so einem Metallwender das vorsichtig machen, dass man die Fläche hier nicht beschädigt, dass euch da nichts dann anbrennt. Aber ich denke, das bekomme ich hin. Und jetzt ein bisschen Grünzeug. Ja, das sieht ja doch ganz gut aus. Und das lassen wir nochmal 2 Minuten drin. So sollte es aussehen und es geht dann natürlich hier drauf. Und jetzt geben wir hier den Cheddar-Käse drauf. Das Fleisch ist noch richtig schön heiß und der wird jetzt hier so langsam, denke ich mal, zerschmelzen. Dazu unsere Tomaten. Ihr wisst ja, nicht so viel Grünzeug, ich bin keine Kuh, aber so ein bisschen Vitamine, denke ich, ist ganz okay im Winter. Und jetzt geben wir hier noch ein bisschen was von unserer Barbecue-Soße auf die andere Seite drauf. Hört ihr das? Das Brot ist richtig schön getoastet.
Ja, das sind Geräusche. Deckel drauf. Ja, da ist jetzt unser Monster-Sandwich und das werden wir doch natürlich immer mal probieren müssen. Schaut euch den Hoshi mal an. Ja, super muss ich sagen. Also für gerade mal 15 Minuten Arbeit ein echt leckeres Teil hier. Hm. Alexa, magst du mal probieren hier? Na klar, gerne doch. So ein leckeres Teil schieb ich mir auf jeden Fall mal zwischen die Kauleiste. Alles klar, gut. Ja, mach mal. Und ja, was wollt ihr euch noch sagen? Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann eben nach unten. Ihr habt heute mal gesehen, wie man so ganz schnell lecker ein Sandwich auf dem Grill da hinten machen kann. Geht natürlich auch mit jedem anderen Grill, der so eine Grillfunktion hat, die für die Küche ist. Bevor ich jetzt noch mehr Blödsinn quatsche, bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss, euer Hobbykoch.